Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, es pisst heute wieder, ja, und wir haben was Wichtiges vergessen. Vogelscheuchen. Haben wir keine mehr? Nö, offensichtlich nicht. Habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit was bauen oder so. George! Vielen Dank, George. Steine können wir hier brauchen. Ja, brauchen wir dringend. Dingens. Hobbyscheuchen. Holzkohle, Fasern. Wir sollten hier mal genügen. Lärm, wenn mein LKW ganz langsam dahin fährt. Alter, was macht er? What the fuck is he doing? Fahrt er keine 10 km auf der Hauptstraße. Vorschlagen, wir schauen wieder auf die Ingwerinsel. Möglicherweise sind wir dort schon Pflanzen bereit zur Ernte. Sternfrüchte. Okay, das könnte knapp werden. Ding sieht perfekt aus. Hui. Was? Da ist noch eins übrig. Da ist noch eins übrig. Müssen wir auf den extra warten. So, Reiselbeeren sind noch alle da. Ah ja, das war im letzten Part übrigens eben dieses Vogelgeräusch, was man gehört hat.
bin nämlich danach dann noch gleich raus und habe gesehen, dass halt ein, weiß nicht, ein Rabe, Krähe, großer schwarzer Vogel halt da gesessen ist im Feld und dort gefuttert hat. Oh, eins mehr. Okay. Tage. Ah, im Sommer aber. Also besser nicht jetzt pflanzen. Da haben wir 22 drinnen. Wow. Da können wir hier mal ordentlich aufdrehen im Sommer. Da liegt auch einiges herum. So, wir müssen auch noch schauen, dass wir jede Menge Heu bekommen. Hi, Pierre. Also nehmen wir noch ein bisschen Weizen mit. Vielleicht schauen wir auch erst morgen auf die Ingwer-Info, weil momentan zeitmäßig lohnt sich das nicht mehr. Können wir noch hoffen, dass noch vielleicht noch keine Pflanzen dort sind zu ernten, sonst verschwenden wir wieder einen Tag jetzt. Ne? Ach ja, wie schaut es da jetzt eigentlich aus? Okay, die beiden haben wir schon. Fünfmal uralte goldene Frucht. Okay, das müssen wir... Haben wir die schon? Haben wir die nicht? 3 sind schon drinnen. Fehlen noch 2. Vielleicht haben wir die schon. Yes! Nee! Eine nur! Fuck! Jetzt ist sicher wieder rein. 5 Stück. Uralte Frucht. Gut. Was haben wir noch? Ein Ei und die ganze Milch. Trüffelöl. Wir haben halt keine Trüffel mehr. Also wir haben noch 2 Stück, aber das ist halt nicht gerade viel. So. Ah, schauen wir mal, mit dem was machen kann. Gut. Den Rest zieht man sich erstmal auf. So. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir für diesen Tag fertig. Gar nicht mehr so schlecht. Trüffelöl ist wieder der Rausreißer. Wobei ja das Chili auch gut war. Es pisst schon wieder.
Bereit zur Ernte, 23. Ja, aber die sind schon so weit. Das ging ziemlich schnell hier. Gott sei Dank. Normaler Honig. Vier Stück, meine Güte. Na, da haben wir noch was. Verwenden wir es auch. Alter. Na, aber wenigstens 5 aus 2. Auch gut. Wir haben aber kaum noch was. Mann. Was muss man mit dem machen? Keine Ahnung noch. Vielleicht auch einfach nur verkaufen. Vielleicht sollte man sich gar nicht so sehr damit aufhalten. Hilfe. Bitte nicht die Pflanzen kaputt machen, wenn sie gehen. Ja, zwei bleiben übrig. Auch gut. Sicher, dass zwei sind? Nein, eins bleibt übrig. Okay. Auf zu irgendwer irgendwo. Vielleicht hätten wir da warten sollen noch, dass das alles gleichmäßig wächst. Nein. Neptun beschütze uns. Geht's. Ihr pisst's auch. Oh ja, da sind schon Sachen fertig, definitiv. Aber es... Nee, das sind... Was? Das sind nicht mal fertig. Aber es ist nichts Besonderes hier scheinbar. Das schaut aus wie Rhabarber. Das sind sicher Melonen. Sieht nicht so aus, ob hier irgendwas Besonderes wachsen würde. Kugelscheuchen haben wir noch. Zur Sicherheit. Hier fehlt ein Sprenker. Warum fehlt hier ein Sprenker? What the fuck? Verschwinden die mit der Zeit oder was? Oder verschwinden die, wenn die zuwachsen oder so? Tagebuchfetzen.
sag's euch, ich werde hier nicht hungern, die Gewässer sind voll von essbaren und gar köstlichen Fischen. Ich habe sogar einen Stachelrochen in den Höhlen an der Südostküste gefangen, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Neulich habe ich sogar ein paar goldene Walnüsse gefischt, sie scheinen auf der ganzen Insel verteilt zu sein. Doch die einheimischen Papageien sind verrückt nach ihnen. Aha. Was, die kann man angeln? Oh, shit, wir haben auch keine Angel mit. Mit den Miesmuscheln noch irgendwas anderes machen kann. Weil man da so viele davon hier findet. Und wertvoll sind sie ja nicht gerade. Und wie findet man das dann? Da ist doch das ganze Zeug, aber da ist nicht dabei. Egal, da ist halt nicht dabei. Ja, die ist jetzt tatsächlich links drauf. Sehr komisch. Aber ja, soll so sein. Who cares? Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie noch an weitere Nüsse rankommen. Wie auch immer wir das tun. Nachher betrachtet war es eben vielleicht gar nicht so schlau, diesen Aufzug, diese Dings zu nehmen, diesen Papageientransport. Ist zwar sicher nett, aber davon haben wir nicht viel. Schauen, dass wir noch mehr Nüsse bekommen. Noch 4 solche Nüsse. Das war keine Nuss.
Der droppt gar nichts. Hey, was war da oben? Omnigioden. Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.